Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich bin euer Firobo. Und wir sind hier noch in diesem schönen moosigen Tempel. So, oder lebst du Krokodil wieder? Ah, du lebst wieder. Endlich hat nämlich eine neue Aufnahmesession gestartet. Und dann lebt ihr natürlich alles wieder. Läuft der weg oder was? Er dreht sich im Kreis wie ein Beyblade. Okay, dann sieht komisch aus, aber egal. So, meins. Und ey, wir haben ja wieder jemanden, den wir helfen sollen, beziehungsweise rächen sollen. Schauen wir doch mal eben. Denn wir, das sind so Erfahrungspunkte, die können wir uns gönnen, ne? Die können wir uns eigentlich gönnen. Eieiei. Wieso sehen die immer gleich aus? So. In diese Richtung, okay. Geht er irgendwie weg von unserer Richtung, die wir eigentlich wollten, aber gut. Sollen wir jetzt mal erstmal rechts sein? Da haben wir schon mal ein paar Nilpferde gesehen. Oh, guck, die gibt es ja auch wieder. Erbarmungslose Killung von dem Nilpferd. Oh, ey. Nicht Trampler. Hat der jetzt eigentlich mal einen Killer für das Ding bekommen? Arschloch. Ich will die ganze Zeit mit Tab. Bleib da stehen. Oh. Ist ein bisschen an Feuer. Ups. Ja, drei Pfeile für einen Nilpferd ist auch okay. Also wir schießen in den Arsch, dann machen wir mehr. Obwohl, das geht auch. Alter, fast gesehen. 600 Schaden, Brandschaden, Alter. Die Jäden sind sehr frech in dieser Gegend hier, muss man mal sagen. Wahrscheinlich sind die so stark, weil sie halt einfach alle ihre Gegner massen. Bekämpfen. Ja, meins. Ach, muss in die Richtung sogar, okay. Muss jetzt mal hier schauen. Mal gucken wieder. Zwar hier. Halt den Gegner auf. Arbeite mit mir! Hey! Halt jetzt den Gegner auf! Ich muss weiter! Oh, ups. So, oh, 300 Geld gab's hier, geil. 300 fucking Geld. Das ist verdammt viel. So, und da soll unser Gegner sein. Scheint nämlich auch Patrouille zu sein, sehe ich das richtig? Ist das ein Geldgeber? Das ist ein Geldgeber. Unsere Mission darf nicht scheitern. Keine Lücken, bleibt zusammen. Die Richtung schaltet sie aus. Ich bin hellwach und in bester Stimmung. Setz mich! Unsere Mission darf nicht scheitern! Komm her, du. Dort bestätigen. Zack. So. Sehr schön. Wieder Geld. Geld, Geld, Geld. Das gefällt mir. So, wir wollten aber in die Richtung eigentlich. Ich wollte einfach ausprobieren, ob das geht. Hab ich auch ein Vieh so töten können. Aber haben wir doch schon einmal geschafft, ne? So, da wir da hinten hin wollen und hier im Boot stehen haben, nehmen wir doch das Boot. Bietet sich doch gerade an. Oh, du bist tot. Sag ich doch. Meins. Hättest du nicht das Ding nehmen können mit mehr Leder, falls es eins gab. Naja, egal. So, aufsitzen. Einmal winden, bitte. Und Power.
Ich fahre gegen den Wind, gegen den Sturm. Ich weiß, hier haben wir noch was, so dass die kleinen Dinger hier an der Seite erledigt haben. Dass wir dann das Gebiet wirklich komplett abschließen können und so. Ihr wisst schon, dass wir dann wirklich hier auch fertig sind. Dann haben wir echt schon fast die Hälfte von der Welt geschafft. Wir sind ja auch erst jetzt bei Folge, lass mich nicht lügen, 64 oder so jetzt. Ich finde es auch cool, dass es nicht, weil sie so sonnt und so. Finde ich ganz cool. Ah, hier gehe ich wieder auf Kon. Oder? Ah, doch. Aber, hey. Wie schnell ist plötzlich schon? Jetzt hätte es einen Turbomarsch, ey. So, schauen wir mal. Nur ein Schatz, meine ich. Keine Gegner, gar nichts. Okay. Ich stelle es mal ungewöhnlich steil an. Zeno! Neue Quest. Da hinten, okay. Ursprung des Pfeifens ist aber da hinten. Oh, ich bin flinker als du. Das ist viel. Ich muss echt sagen, im Spiel hätte er einen Gore-Effekt besser getan. Noch. So, wir gehen aber jetzt noch dahin. Ach, schön, dass wir hier stehen und da das Pfeifen hören, weißt du? Sehr komisch. Also, gehen wir jetzt mal hier hin. Oh. Ein Krokodilnest, okay. Wieso ist der noch nicht verfügbar? Hä? Wieso ist mein fucking Vogel nicht verfügbar? Ist der noch nicht verfügbar? Warum? Du bist wieder Boss, komm her. Kommt her. Oh, das ist ein schöner Crit. Guck mal, hier ist auch ein Schatz, hab ich doch gewusst. Ich verstehe zwar nicht, warum Zeno nicht verfügbar war, aber gut. Zeno ist immer noch nicht verfügbar. Warum ist Zeno hier nicht verfügbar? Ich finde das nervig. Na egal. Krokodil ist auch erledigt, ne? Ja, Krokodilnest ist auch erledigt, wunderbar. Dann gehen wir mal hier hin. Dann gucken wir uns den Ursprung des Pfeifens doch mal an, weil ich wollte eh zu der Quest. Wonach hältst du aus? Ach, Sven hat sich hier hingesetzt, oder wie? Achte auf deinen Adler. Die Römer fangen jedes Tier, das sie finden. Tahira, was machst du? Auch schön, dich zu sehen, Bayek. Siehst besser aus. Komm, sag das dir, dass ich hier bin. Ich hoffte es. Dein Ruf eilt dir weit voraus. Sogar ich kenne Geschichten von Bayek von Siva. Was machst du hier draußen? Ich will nicht, dass dieses Tal ein römisches Schlachthaus wird. Sie fangen unsere Tiere und schlachten sie in Rom ab für ihre Götter. Hm. Ich kenne die Geschichten. Alleine kann ich nicht viel ausrichten. Ich betete zu Sobek und er schickte mir dich. Komm. Tahira, warte! Hey! Senno, du Fremdgeher. Du Fremdvögler. Folge Tahira. Okay, machen wir mal. Wieso führte dein Weg dich hierher? Seit wir uns zuletzt sahen, bin ich in eine starke Strömung geraten. Warst du noch mal in Siva? In deiner Rolle als Magi? Nur kurz. Es war keine Heimat mehr. Und du?
Wie bist du hier gelandet? Ich ließ mich von dir inspirieren. Ich bin auch eine Beschützerin. Von was? Hier draußen ist doch niemand. Was ist das für ein Ort? Ein Schrein für Sobek. Sehr alt. Sehr gefährlich. Okay, warum sind wir jetzt erstmal außen rumgelaufen? Klettern wir mal hier hoch, wie wir sollen, ne? So. Hopp. Hoppa, hoppa. So, jetzt. Alte Ruinen, alte Götter. Vielleicht. Aber trotzdem haben sie viel Macht. Shh. Sieh hin. Bei Amuns Hörnern. Sobeks Kind. Wo ist sie? Da fehlt doch eine. Die Römer. Triff mich beim Römerlager. Sollten wir hier vielleicht jetzt sehen, dass wir schon zig von den Scheißkrokodilen abgeschlachtet haben? Hm. Bei Amun. Sie ist schnell. Ja, sie hat mir eben 300 Meter zurückgelegt. Aber ey, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt voll das Arsch. Na komm. Ach du Scheiße, bist du riesig. Komm da raus. Cheater. Na, komm her. Oh, hier ist noch einer. Wie viele sind denn hier? Okay. Ein Leder. Ich würde sagen, wir müssen doch hier mal was geben, oder? So. Ich glaube, ihre Krokodile haben jetzt kein Problem mehr. Nur der hier? Ach, nee, der ist tot. Okay. Wo ist das Römerlager? Ach, da. Ach, komm, sogar noch hier hin. Ist doch schön. Obwohl, warte, hier hätten wir noch was machen müssen. Scheiße. Naja. Verdammt, seist du ein Mädchen. Weil du mir Senno nicht geschickt hast. So, gehen wir jetzt mal hier hin. Nervig. Können wir uns mal hier noch ein Boot schnappen? Ja, davon ist ein Boot. Gibt sehr viele Krokodile in der Gegend. Oder wilde Tiere allgemein. Ergibt dann natürlich noch Sinn, warum die Römer dann jetzt hier jagen gehen. Senno, hab ich dich jetzt wieder? Ja, hab ich. Gott sei Dank. Ich schätze es so weit abwärts, das hätte ich ihn ja nie gesehen. Wir sind, glaube ich, hier losgelaufen, oder? Ach, der ist da. Ist eine Art Höhle oder was? Ja, hier ist eine Höhle. Plündern, plündern, plündern. Haben wir hier noch was? Brief, Teil eines Briefes, Sachen. Okay. Hier ist noch was zu plündern. So, was kommt hier? Ein Ollenschild. Naja. Besser als gar nichts. So. Die vielleicht noch was liegen lassen für uns. Die da einen guten Appetit, dass er so viele Fische gefangen hat. Junge, Junge. Ich möchte nicht im Baum stecken bleiben. Natürlich haben wir hier Krokodile. Das ist Krokodil. Na, willst du auch Krokodil? Ne? Na komm. Ja,
Ah, da ist mein Boot, das ich gesucht habe. Oh Gott. Rapper. Nein, du sollst aufsitzen. Der Bayek von Siva. So, auf zum Römerlager. Jetzt wissen wir, was das ist. Ein Römerlager, okay. Gut, dass ich schon stark hingegangen bin, obwohl er ja, jetzt hätten noch Kommandanten zu töten können. Jetzt stellt sich aber an. Boot. War das mit Feuer schon so schief? Nee, warum ist eigentlich die Kamera so nah? Sonst ist die immer weiter weg, wo man im Boot-Modus ist. Naja, egal. Sind wir halt im Boot-Modus nah an der Sache dran. Neuer Ort entdeckt. NATO. Ach, hier ist ja doch ein richtiges Dorf. Na? Was wollte ich sagen? Sehr gut verschanzt. Hallo. Ich sagte doch, der Hunger Roms ist unstillbar. So, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um, würde ich sagen. Naja, ah, hier ist eine Garnison, war ja klar. So, hier vorne ist direkt noch ein Schätzchen. Das war's. So, wollen wir eben schnell hier so ein bisschen vielleicht. Hier in dem Haus vielleicht. Ist gefangen. Da noch jemanden. Okay, ist überschaubar, würde ich behaupten. Das ist mal ein Krokodil. Wundervoll, nicht wahr? Worauf wartest du? Zerstör den Käfig! Na hier, lass uns erstmal hier chillen. Erstmal gehen wir hier rein. Danke für Ihre großzügige Spende. So. Vielleicht haben wir Glück und wir haben bald unsere 100 Dinger zusammen. So, rette. Rette Sobex Kind. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja, machen wir schon. Keine Sorge. So. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Das ist natürlich sehr schwer. Hier unbeaufsichtigt zu. Etwas leiser. Ja, hier ist er gut. Was macht der denn da? Na? So. Sobek, behüte uns. Der kriegt sich mit, ernsthaft? Ernst ist die Wand an. Ich dachte, der wäre hinter der Wand erst ziemlich reingegangen, aber gut, wenn er so offensichtlich zeigt. Gut, was sollen wir jetzt machen? Wie haben die denn überhaupt hier gekämpft, frage ich mich gerade. Den anvisiert gehabt. Hallo. Das war eine wilde Mietkatze.
weg, ne? Ne, es stirbt doch. Ups. Im Gift gestorben. So. Bringt sie macht einfach gar nichts. Die ganze Zeit über. Ich muss hier alles töten, alles killen. Dann komm mal her, Löwe. Da, sie haut keiner diesmal zu. Da hab ich sie jetzt schon getroffen, statt den Löwen. So. Fällt dir, was du siehst, Mädchen? Wie ich hier deine Tiere abschlachte. Mach schon mal beim ersten Hit. Hattest du noch was? Ne. Alter, was? So, bitte. Ich will dir nichts tun. Sobek weiß das. Ja, cool. Hoffentlich. Bayek, wir müssen dafür sorgen, dass sie zum Schrein gelangt. Alter, der Vieh ist einfach 8 Meter lang oder so. Guckt euch das an. Das Vieh ist einfach 8 Meter lang. So, ist eine Überstimmung, okay. Soll ich ein bisschen Wasser eskortieren oder was? Naja, wir gehen jetzt mal noch hier rein. Da ist ein bisschen Schatz, der auf mich wartet. Ich gesehen glaube, dass ich den Schatz aufgelegt habe. Aber geh doch mal weg. Oh, Kohlenstoff. Gut, dass ich hingegangen bin. Nein, jetzt plünder die Scheiße. Ich will. Bayek! Plünder. Danke. Endlich ein Kohlenstoff. Ja, ich habe schon beklaut. Alles gut. So, und jetzt? Will ich jetzt auch noch mit dir schwimmen gehen oder was? Oh ja, ich schwimme in einem Krokodil. Als ob ich das Vieh bis dahin jetzt so eskortieren muss. Ja, ich schwimme mit einem riesigen Krokodil. Und ein Batsch tot. Boah, gegen so ein Vieh würde ich niemals kämpfen wollen. Das Vieh hat länger Beine als ich, oder nicht? Oh ja gut, die drücken, ich glaube, die drücken sich wirklich schon Boden ab. Wir haben sie! Da schieben die eher. Ich muss weiter! Deckt mich! Ich muss weiter! Aua, aua! Beschützt den Tunnel! Eieieiei. Ach guck mal, noch so ein 300er dabei gewesen, sehr schön. So, ist er giftig hier? Bist du nicht vergiftet? Ja, ich bin noch da. Krokodil, alles gut. Hast du nur eine kleine Fleischwunde am Bein? Wahrscheinlich für mir sogar noch, ne? Oh, die Wunde hat sogar die Wunde. Das ist eine coole Wunde. Ach komm, sind jetzt da. Ja, pass auf, das Krokodil verschweißt sich in einem Hapsen. Ja, das ist doof, wenn ich ihm jetzt sein Kind getötet habe, da das andere ist. Das, aber ist, glaube ich, egal, ne? Das sei einfach nur irgendein Krokodil. Okay. Ja, Entschuldigung, muss ich alle muss ich 2 Meter bei dir sein, oder was? Bist du jetzt kleines Kind, das ich beschützen muss, oder was? Mann. Ja, da, komm, ich habe alle den Krokodilen vorhin umgelegt. Danke. Sobek wird uns dieses Jahr wieder eine Nilflut schicken. Gern geschehen. Hätte nie gedacht, dass ich Krokodile mal romantisch finden würde. Furchterregend, aber wunderschön in ihrer Wildheit. Besuch mich nochmal, bevor du gehst. Ja? Aha, Einladung. Na gut, das mache ich. Hier, Bayek. Die Götter brauchen uns immer noch. Das noch immer? Ich will nicht.
großen Krokodile sind einfach verschwunden. Haben wir jetzt hier soweit alles uns erledigt. Das Lager haben wir gemacht. Wir hätten noch die Designausrüstung noch machen. Haben wir das auch erledigt. Gut. Ja, weil ich glaube, den ganzen Weg zu latschen. Vor allem, wie schnell sie einfach läuft. Sie war noch hier bei, springt runter, bam, ist sie plötzlich hinten. Läuft die gerade vor mir weg? Ja, sie läuft ernsthaft vor mir weg, habt ihr gesehen, sie ist einfach gesprungen. Sie ist so geil, sie kann einfach 20 Meter auf einmal springen, ey. Dup, dup. 20 Meter weiter vorne. Vielleicht ist sie auch aus der Zukunft. Ach, guck mal. Ah, dann hätten wir jetzt auch das Ding hier machen können, theoretisch. Na gut. Hallo, soll ich dir sprechen? Was hast du für Pläne, Tahira? Sobek ist noch nicht fertig mit mir. Und deshalb braucht er auch dich. Bist du dabei? Ich habe viel zu tun. Ich habe keine andere Wahl. Römische Jäger fallen wie Maden über dieses Land her. Schon bald haben sie wieder ungeschehen gemacht, was wir erreicht haben. Sie werden alles vernichten. Doch schlagen wir jetzt zu. Solange sie noch allein und getrennt sind, können wir ihnen genug wehtun, um sie zu verscheuchen. Brauchst du wirklich meine Hilfe? Sonst würde ich nicht darum bitten. Ja, die können alleine nichts. Habt ihr mal so mitbekommen? Bayek. Level 31 ist okay. Folge Tahira. Ah ja. Wir folgen ihr mal wieder. Nee, nee, nee. Wohin mit dir, Mädchen? Wohin? Sei still. Jäger voraus. Und jetzt komm über sie wie Sobeks Zähne. Schön, dass wir einfach aufgedeckt werden. Ja, Walle. Dann habe ich schon den Pfeil eigentlich aufgeladen. Schießen sie zuerst und fragen dann. Und wir haben was Tolles denn dabei. Etwas leiser. Du? Oh. Guiderati lui, omnia su potestate. Non te as. Ops. State. Et io si lut. Bitte was? Das ging schnell. Obwohl ich nicht weiß, was sie mit Flamingos wollen. Sie essen die Zunge. Eine römische Delikatesse, mit Datteln gekocht. Habe ich gehört. Klingt abscheulich. Tja, gut. Wie lange bist du schon hier draußen? Lange genug, dass Narben über meinen Wunden wachsen konnten. Auch wenn ein paar noch schmerzen. Die Flamingos, die sind aber sehr zahm. Eieiei, Entschuldigung. Warum nehme ich ein fucking Boot? Mein Gott. Jetzt hört ihr durch die Plörre zu laufen. Das Wasser sieht nicht sehr gesund aus, wie ich ehrlich bin. Wahrscheinlich Algen und so, ne? Aber ich will nicht unbedingt die Umwelt verschmutzen, aber Alter, guck mal, was er für ein Ding hinterlässt. Wir sind ja schon wieder bei so wegschreien. Warte, was ist das für ein Geräusch? Sucht alles nach den großen heiligen Krokodilen ab! Aha. Da haben wir noch welche da. Das war's, 4 Stück nur. Scheinbar schon, oder? Diese Pestbeulen!
Sie schänden den Schein und versuchen, Sobeks Kinder wieder einzufangen. Was ist denn noch mehr? Oh. Jetzt kann sie ja plötzlich doch angreifen. Jetzt mal die beiden da noch killen. Hä? Alter Schnauze, du Scheißkerl. Hast du nur überlebt, weil du den Scheiß, meine Scheißpfeile, den Scheiß Stein gelandet sind in deinem Schädel. Hallo Römer. Ups. Hat er wohl nicht so gut getan. Oh, der ist unterm Baum. So etwas. Hä? Ja? Ob da die Wichse sind tot oder nicht? Kann ich One-Shot? Den können wir auch nicht One-Shot? Kann ich One-Shot? Sobek, behüte uns. Ja, jetzt können wir die noch One-Shot. Können sich an römischen Knochen satt fressen. Und ich glaube, du bist Sobeks Adoptivtochter. Oh, schweig. Komm, es gibt noch einige von den römischen Maden zu finden. Ach nö, warum? Als wir uns trennten, warst du auf der Suche nach Namen. Ich hab sie. Und haben sich deine Albträume gelegt? Nein. Sie haben... eher eine neue Welt des Grauens eröffnet. Ja, man hat schon so eine netzige Tätigkeit. Na gut. Ach, hier bei den Nifeld-Ding oder das sind Nifeld, ja. Die römischen Blutegel beweisen. Die Römer sind Narren. Rasende Nilpferde sind eine Gefahr für alle. Schön, dass wir den nicht getroffen haben. What the fuck? Deine Waffe drauf. Schöne Kombi-Staffer hier. Verdammte Flammen! Hat er, glaube ich, schon. Haben wir alle? Ist noch mal einer? Ich will auch jeden Loot mitnehmen. Da ist einer. Der hat natürlich nichts mitbekommen. Es hat nicht geschafft, alle tot. Das war das Werk eines Gottes. Es war gut, mit dir zu kämpfen. Mein Vater sagte immer, hüte dich vor einem lächelnden Krokodil. Aber ich weise Sobeks Gunst nicht ab, wenn er sie anbietet.
Ich weiß aber nicht, wie lange er noch lächeln wird. Städte wie Herakleion sind eine Plage für das Land. Sie vertreiben die Götter von hier. Wir bezeugen das Ende eines Zeitalters. Ich dachte, ich wäre der mit der finsteren Stimmung. Du hast recht, mein Bruder. Es war schön, dich zu sehen, Tahira. Mögen alle Götter mit dir sein. Quest abgeschlossen. Jawohl. Ich werde Sobeks Kindern ins Grüne folgen. Also, ich hoffe, du findest, wo nach dem Suchen. Noch einen Jagdbogen von hier. Nice. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wo man sie auch jetzt verschwinden mag. Bitte, sie läuft in ihre Höhle, oder? Das ist einfach gleich weg. Ne? Na gut, ja, lassen sie mal laufen. Gut, wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann machen wir noch eben das fertig und gehen dann ins nächste Gebiet. Denke ich mal. Oh, warte. Hallo. Danke für dein Gratis-Loot. Gut, also, haut rein. Ciao. A kingdom that is mine. Only on mine. The way you move is serpentine. Think it's time. I'm running for the crown. Running for the crown. So heavy on my bones. When I'm sitting on my throne. I'm running for the crown. Running for the for the crown, running for the